Und zurück zu Batman Arkham Knight, einer weiteren Folge. Und in der Folge müssen wir jetzt irgendwie schauen, dass wir irgendwie den Panzer da erledigen oder da irgendwie vorbeikommen. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt da machen muss. Ich kann ja auch nirgendwo meinen Greifhaken irgendwie platzieren. Schauen wir mal, vielleicht kann ich da irgendwie vorbei. Ne, da geh ich immer automatisch zurück. Okay. Okay. Warte mal, was ist denn das hier? Der Joker zeigt mir das schon. Danke, Joker. Ah, machen wir das Nebentor auf. Der Typ kennt dich nicht sonderlich, oder? Denk, du wärst hier eingesperrt. Welcher zukünftige Superschurke glaubt bitte, dass ein Bauchschuss und ein... Okay, ich glaube, ich muss... ...einser Batman aufhalten. Ich kann jetzt irgendwie hier. Hier einfach mal die Panzer wegmachen. Unter Beschuss. Okay, alles klar. Panzer ausschalten hier. Und den hier. Bäm. Alles klar, dann müsst ihr wieder frei sein. So. Zeit, Oracle zu retten und den Arkham Knight büßen zu lassen. Rein ins Batmobil, komm. Sie sind also wieder im Wagen, Sir. Ich schnapp mir den Knight. Er ist hier im Tunnel. Hoffen wir, dass er Miss Gordon bei sich hat. Lass mal alles weg. Rumpsen hier nicht, dass sie hier wieder irgendwo einsteigen. So. Wie komme ich jetzt hier durch? Vielleicht irgendwo noch so ein Gitter oder so. Ich glaube, da unten ist noch so ein... Können wir das aufmachen? Oh, oh, oh. Glaube, ich hätte weiter beim Batmobil bleiben müssen. Ah, der ist schon da. Sir, der Wärmescanner des Batmobils zeigt nur einen Körper. Das ist der Fahrer. Kein Zeichen von Miss Gordon. Er weiß, wo sie ist, Alfred. Er kommt nicht davon. Halt ihn auf Abstand! Er schickt selber ein! Bleibt dran! Komm. Öffne das Feuer auf ihn! Träg ihn von der Straße! Weiter, mach den Bastard kalt! Erstmal vorbeilassen hier, sind die alle hinter mir, das ist nicht so gut. Oh, komm, komm, komm. Okay, der nächste ist weg. Einer ist noch da. Keine Sorge, Sir. Er gehört mir. Ich halte diesen Hundesohn auf. Feuer! Was willst du von hier? Er kommt näher! Träg ihn von der Straße! Feuer! So, das ist nur noch einer. Den holen wir uns auch noch, würde ich sagen. Schickt
Na komm. Zielerfassung ist echt langsam. Na komm. Ah, jetzt komm. Na, warum geht er denn mal wieder aus dem Speerfeuer raus? Jetzt komm. Ein Schuss nochmal noch. Das war falsch. Mann. Wurde mir jetzt nicht entwischt? Da haben wir ihn schon wieder, okay. Der hängt immer noch am Gitter. Jetzt komm. Steh unter Beschuss. Müssen wir den bald mal haben. Wo ist die Unterstützung? Da kommt keine. Komm jetzt, komm! Noch ein Treffer, man trinkt das Ding nicht! Okay, anscheinend noch ein Treffer. Und. Jawohl, haben wir schon. Schwere Geburt. Der Panzerwagen ist zerstört. Ich wiederhole, der Panzerwagen ist zerstört. Sofortiger Rückzug für alle Begleiteinheiten. An alle Einheiten! Der Fahrer ist nicht der Arkham Knight. Aber er wird wissen, wo ich ihn finden kann. Verhören. Du Schlingel, du. Wie fühlt sich das an, den falschen Mann zu jagen? Wo ist der Arkham Knight? Du wirst ihn nicht finden. Denkst du, ich wüsste nicht, dass du versuchst, mich zu orgen? Eine Lektion, Batman. Ich weiß, wie du denkst. Also kann ich dich auch schlagen. Wo ist er? Bei Barbara Gordon. Sie gehört jetzt uns. Kannst du dir vorstellen, was der Knight mit dir anstellen wird? Was machst du da? Nein, das kannst du nicht machen! Spuck's aus, Mensch. Aufhören, bitte! Wo ist er? Er ist unterwegs zum kleinen Mann, dem Pinguin. Er hat die Unterschlüpfe für den Angriff bereitgestellt. Der Neid ist zu ihm, will ihn bezahlen.
Das war's. Mehr weiß ich nicht. Fällt dir sonst noch was ein? Er nutzt eine Tiefkühlfirma als Tarnung. Die Laster verteilen Waffen in der ganzen Stadt. Wie heißt sie? North! North Refrigeration! Danke. Alfred, kannst du alles über North Refrigeration für mich rausfinden? Natürlich. Dürfte ich fragen, wieso? Der Pinguin liefert Waffen an den Arkham Knight. Und zurzeit ist er unsere heißeste Spur zu Barbara. Ich kümmere mich gleich darum, Sir. Ah, wie ich sehe, versucht Mr. Fox sie zu erreichen. Lucius. Mr. Wayne, die Verbesserung für Ihr Batmobil ist einsatzbereit. Der Batwing ist unterwegs zur Grand Avenue. Okay. Gesamtfortschritt. Sir, ich habe eine Sicherheitslücke entdeckt, mit deren Hilfe der Arkham Knight über ihren Panzerhandschuh gesendet hat. Ihre Kommunikation ist jetzt sicher verschlüsselt. Soll ich ihn blockieren, um weitere Störungen zu verhindern? Halte den Kanal offen, Alfred. Je mehr er redet, desto mehr erfahre ich über ihn. Wie Sie wünschen. Okay, ich würde sagen, wir treffen uns jetzt mit dem Batwing. Das Ding macht uns platt! Gib Stoß! Mach ja schon! Grand Avenue, da müsste hier irgendwo sein. Sie ist in der Grand Avenue. Oh Gott, was macht der da? Was macht der da? Er verfolgt uns! Fahr weiter! Oh. Ah, das Ding ist geil. Mit dem würde ich gerne fliegen wollen. Geil. Sir, wir verfolgen ein sich schnell bewegendes Flugobjekt auf der Grand Avenue. Das Ding hat gerade einen Haken mit 12G geschlagen. So was habe ich noch nie gesehen. Umbau fertig. Was es bedeutet, in den Krieg zu ziehen. Geil. Hammergeil. Der Waffengenerator Mark III ermöglicht es dem Benutzer, Sekundärwaffen zu überladen und ihr Offensivpotenzial somit zu verbessern. Ich hab ihn! Er ist an der Grand Avenue! Diamondback getroffen! Der macht es nicht mehr lange! Batman hat ein Diamondback ausgeschaltet. Direkter Treffer, yeah! Na, jetzt kommt's her. Zack, einer weniger. Einer weniger. Rattler getroffen. Muss aufpassen, mein Batmobil ist gleich im Arsch. Ich muss echt aufpassen jetzt. Ziel erwischt. Was sind das für ein Ding, hey? Diamond weg offline. Ein Schuss und bin ich down. Noch hat er nicht verloren, Jungs. Batman hat den Riddler zerstört. Nein! Okay, dann nochmal das Ganze. Und bitte einmal dann schön. Komm schon, Bruce. Du kannst nicht sterben. Ich hab dich nicht getötet. So, und weiter geht's.
Die blöden Panzer jetzt hier mal wegmachen. Kommt her. Haben eine verloren, Sir. Ihr lässt euch wie Trottel aussehen. Du begreifst allmählich, oder? Dass du endlich mal nicht mithalten kannst. Na, wie hält denn der aus? Diamond zerstört. Alles klar, ein Panzer noch. Der müsste irgendwo hier sein. Zack, okay. Sauber. Na, jetzt. Turn offline, Grand Avenue! Sir, ich habe mir wie gewünscht North Refrigeration angesehen. Anscheinend hat Master Grayson sie schon einige Zeit im Visier. Gut. Er soll mir schicken, was er hat. Er bestand darauf, sie persönlich zu treffen, Sir. Er ist mit Informationen aus Bloodhaven unterwegs. Er wird sie auf einem Dach am Runneler Fährhafen treffen. Danke, Alfred. In der Zwischenzeit, Scans zeigen, dass der Arkham Knight seine Lieutenants mobilisiert hat. In Panzerwagen, die durch die Stadt fahren. Eines dieser Fahrzeuge haben wir markiert, falls Sie die Gelegenheit nutzen möchten, es auszuschalten. Mal sehen, was Nightwing über North Refrigeration weiß. Wenn ich den Pinguin finde, finde ich auch den Arkham Knight. In der Tat, Sir. Master Grayson wird sich mit Ihnen am Gebäude am Renner Fairhaven treffen. Verflucht! Wer ist es? Keine Sorge, er kriegt uns nicht! Okay, stellen wir mal aus. Nee, tut mir leid. Ich muss mich Harveys Gang anschließen. Wir haben was vor. So, und hier hoch. Schleichst du immer noch auf dich? Nightwing. Du hättest nicht kommen sollen. Nicht heute. Machst du Witze? Als ich von Barb erfuhr, habe ich... North Refrigeration. Sag mir, was du weißt. Der Pinguin benutzt Kühllaster, um Waffen aus Bloodhaven zu schmuggeln. Ich glaube, er hortet sie direkt hier in Gotham. Die Frage ist nur, wo? Cobbleport ist unsere beste Spur zu Barbara. Ich muss dieses Waffenlager finden. Wenn ich einen der Laster abfange, führt er mich direkt dorthin. Hm. Wenn es nur jemanden gäbe, der ihre Bewegung überwacht hat. Was? Du dachtest nicht wirklich, ich kreuze ohne Plan hier auf, oder? Ich erledige das. Du wirst in Bloodhaven gebraucht. Komm schon, Bruce. Lass mich helfen. Du schaffst nicht alles allein. Zu gefährlich. Ich will niemanden mehr verlieren. Bloodhaven braucht dich. Okay. Ich verstehe schon. Aber wenn du den Laster verfolgen willst, brauchst du das hier. Es ist ein Prototyp direkt aus dem Labor. Der alte Fox hat sich selbst übertroffen. Wir sehen uns, Bruce. Unterbrecher. Waffen- und Ausrüstungs-Sabotagefähigkeiten. Fahrzeugverfolgungssystem. Alles klar. Ich glaube, können wir vielleicht so eine Art Sender abschießen oder so? Mit den Sabotagegeschossen des Unterbrechers kann ich ihre Waffen deaktivieren. Ah, okay. Greif zu! Los! Die erste Suche! Ich habe nur 3 Schuss übrig. Ich sollte mir meine Ziele gut aussuchen. Bezahlt! Warum so misstrauisch? Die Kiste steht unter Strom. Jeder, der Nachschub braucht, bekommt einen Schlag. Und du siehst aus wie der Typ, der meinem Kumpel das Gesicht weggebrannt hat. Bin ich etwa nachtragend? Stimmt schon. Siehst du, eine große, glückliche Familie. Also, wir sind ja jetzt Kumpels. Wir sind... Die Waffe wurde deaktiviert.
Wenn ich den Unterbrecher erneut benutze, wird sie bei der Verwendung explodieren und alle in der Nähe zu Boden werfen. Ich erinnere mich daran, wie der Pinguin uns... Ich habe ihre Ausrüstung sabotiert. Zeit, mich ihnen vorzustellen. Netter Typ. Echt jetzt? Nein, er ist total wahnsinnig. Wie er immer irgendwas faselte von wegen. Er pimmt, was ihm zu... Halt auf! Es ist Batman! Da drüben gibt's Knarren! Mei. Schlag fest dazu, du Freak. Oh, weg hier. Zack, 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 zack. Zack. Boom, boom. Mal sehen. Ein Truck voller Waffen und Sprengstoff. Ich kann das Fahrzeug mit dem Unterbrecher markieren und überall in Gotham aufspüren. Muss ich jetzt nochmal aufschießen? Jetzt muss ich sie nur noch so weit motivieren, dass sie mich zu ihrem Versteck führen. An Wagentür klopfen. Machen wir das mal. Was hast du vergessen? Nein, 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 es ist Batman! Hauen wir ab von... Raffinesse funktioniert. Okay. Immer. Wenn ich auf den Dächern bleibe, kann ich ihnen direkt bis zum Waffendepot des Pinguins folgen. Der Peilsender am Fahrzeug bleibt selbst durch Gebäude hindurch aktiv, solange ich das Ziel im Auge behalte und nicht außer Reichweite lasse. Was zum Teufel machst du da? Willst du uns umbringen? Es ist Batman. Wir müssen sofort hier raus. Wo willst du denn hin? Zurück zum Unterschlupf. Bist du blöd? Das führt ihn doch wieder zu Cobblepot. Was soll ich sonst machen? Fahr weiter. Vielleicht lässt er sich abschütteln. Siehst du ihn? Ich bin hier am Fahren. Schon klar, aber ich sehe ihn nicht. Ob wir ihn los sind? Was weiß ich? Guck weiter. Wir müssen sicher sein, ehe wir zurückfahren. Mei, wo fliegt er denn hin jetzt? Wo wollt ihr jetzt nicht hin? Warum sitzen wir hier bei dieser Fledermaus? Er ist weg. Gott sei Dank. Zurück ins Versteck, bevor ihr uns nochmal findet. Geschafft, wir haben es tatsächlich geschafft. Vergiss Batman, der ist überbewertet. Konnte nicht mal mit unserer Schrottkarre mithalten. Ja, ihr seid zu gut für mich. Wollt ihr schauen, wie ihr hinrennt? Oder hinfahrt? Kingston. Ist euch jemand gefolgt? Batman hat's versucht, wir haben ihn verscheucht. Ja, klar. Bewegt eure Arsche da rein. Der Boss will mit euch reden. Beeilt euch lieber. Sie haben mich direkt zu Pinguins Waffendepot geführt. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wie es denn hier weitergeht und wie, vor allem, wie es dann mit Pinguin weitergeht, schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge sofort an. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Oder lasst auch mal ein paar Kommentare da, was ich besser machen kann und was nicht, was euch gefällt und was nicht. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao.